Das Schlang sein. Jawohl. Och komm, drei Bomber für so ein paar Prozent leider. Da fliegt der eine wirklich jetzt noch durch. Ah nee, warte mal. Oh nee, die fliegen wirklich durch, glaube ich, auf Ashford noch weiter. Wieso, wie viel hat noch gefehlt? Ich weiß aber nicht viel, das war dann direkt auf 99 und dann direkt auf voll zerstört. Wahnsinn, wir sind wirklich 600, 700, 900 in der Eskorte. Hat ein richtiges Kampagnenflair. Das ist wieder die Sea-Level-Mission, oder? Genau. Okay, drehen jetzt leider doch weg, wie es aussieht. Haben wir uns vielleicht doch alles geschmissen. Ja, ich schau mal, ob ich hier an der Küste irgendwas abpassen kann. Ich bin jetzt gerade Richtung French Point unterwegs. Ja, ich hab doch gesagt, sag Bescheid, wenn du startest. Nein! Edge. Jetzt wo er Ritterkreuz. Jetzt wird er übermütig. Ist. Ja, ja. Jetzt zählt genau. Er auf die Kameradschaft. Ja, ja, ja. So sehe ich das auch. Das wird das letzte Mal, wo ich die Blenheim nicht angesagt habe. Alles meins, alles meins. Spricht er nur noch mit anderen Ritterkreuzträgern, Lego. Ja. Lebano. Dann gehe ich auch gleich raus. Man hat ja hier keinen Sinn mehr. Das ist aber ein sehr einsamer Club, oder? Vor dem Fall. Das ist aber ein sehr einsamer Club, zumindest was Cliffs angeht. Okay, da versucht sich eine Hörig, glaube ich, hochzuschrauben. Die fange ich doch mal ab. Oder zwei sogar, oder so. Das ist schon 109, der dran hängt. Hat irgendwie anderer schon in Cliffs eigentlich das Ritterkreuz sich verdient, oder? Ja, früher, also Vidu und Bendig und so, die sind da hoch dekoriert alle. Ja, also, und die haben das im IL-2 natürlich gemacht. Das ist also Cliff selber. Das EK2 nee, war sogar Cliff der Lego, glaube ich, mit der Abstand der höchstdekorierteste. Ja. Das EK2 hat der Bad Lego, glaube ich, als Zweiter verliehen bekommen, neben Schwader. Also hieß es damals bei ihm. Das heißt, dann waren wir beide Zweiter und Dritter. Beziehungsweise du hast ja dann noch die Reihe fortgesetzt, ne? Ich weiß nicht, wie deine Ambitionen sind. Nee, ich habe das EK2 auch. Ich hatte auch mal irgendwie 7 Abschüsse oder so. Ja, ja, ich meine jetzt hier mit Cliffs, also irgendwo stand das doch, glaube ich, als der Bad Lego das Verlieren bekommen hatte. Das hat er doch gerade nochmal nachschauen. Zweite ist nach dir, Dui. Und davor hat es wohl keiner hier bekommen. Ich hätte es ja auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass es möglich ist. Also so heißt 30 Abschüsse, so verrückt. Ja, und 17 Flüge am Leben. Naja, das ist noch verrückter übrigens, die Quote. Ja, ich muss ja meine Quote vom 50 Mission Challenge aufrechterhalten. Aha. Da waren sie auch, glaube ich, irgendwie 2,6 pro Mission, oder? Durchschnitt. Ja, da kann ich mir das ehrlich gesagt weiß doch eher einreden, aber. Warte, ist es eine G50? Nee. Ah, ich finde das schön, wenn ich den Duit ins Grübeln, zum Grübeln bringe. Hat wahrscheinlich schon 5 Anträge gestellt beim Steam Valve Anti-Cheat. Im intensivsten Luftkampf und das ist nicht so bei normalen Menschen wie mir, erfordert es sehr viel Konzentration. Das wirst du nicht nachvollziehen können, gell? Wieso, bei mir erfordert das auch Konzentration, natürlich. Ich sehe einen Kontakt westlich von Calais aufs Meer hinaus fliegend. Das könnte doch der Libano wahrscheinlich sein, jetzt gleich an den Klippen. Oder nicht. Ja, nein. Hört ihr mich? Hey, Victor? Also bei mir hat es gerade gerauscht. War das bei dir auch, Dui? Bitte? Nee.
Ah, du willst mit ihm reden, oder du hast jetzt im Prinzip gesetzt, nicht mit Ritter Kreuzträgern zu reden, oder Lebano? Stimmt, ja, heute Abend nicht, nee. Deswegen, ich hab auch eben nichts gehört. Ja, ich bin gerade. Was ist dann, wenn ich das dann irgendwann mal selbst verliehen bekomme, dann darf ich keine Selbstgespräche mehr führen. Nee, das ist mir dann auch zu schade. Ist jemand von euch so in der Bucht, in der St. Mary's Bucht? Östlich Littlestone, südlich Lym? Bis südlich Hawkins, da sind auch Palo 40 bis 50 Meeresbit. Ich bin noch AY21 circa. Okay. Etwas südlich der Schiffe. Die auf der Höhe, da ist schade, da hätte ich gerne auch. Da ist die 1 wirklich nicht unbedingt besser. Ziemlich viele Spitfire Mark II unterwegs. Ach, gibt's ja Mark II? Ach, gibt's auch die N, oder? Ja, E4N gibt's auch. Ich würde mal gerne konkrete Leistungsdaten für die verschiedenen Cliffs-Flugzeuge sehen. Ah ja, also das wollen sie ja geheim halten, ja, aus welchem Grund auch immer. IL-2 Compare, da gab's ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ich habe mal einen Screenshot oder irgendjemand hat es mir mal irgendwie gezeigt. Okay, da waren ja die schönen Graphen und alles. Genau, da kannst du zwei Flugzeuge immer vergleichen und du hast dann eben vier Grafiken. Eine für Höhe versus Höhe. Naja, wobei ich den Gedanken ganz reizvoll finde, dass da immer so ein bisschen Magie dahinter ist, weißt du? Also dieses, naja, Erfahrungswert und... Ja, aber es wird im Ganzen, glaube ich, nicht... Es wäre nicht schlecht, wenn man irgendwie als Endnutzer dann auch ein bisschen Einblick hat, okay, was haben die Leute jetzt wirklich da modelliert? Also was sind die konkreten Leistungen? Ja, ja, vielleicht wollen sie es auch vermeiden, um eben, weil es genau solche Diskussionen wie, hey, die müsste doch eigentlich 5 km/h schneller sein und ja, stimmt. Das da ist wahrscheinlich zu sehr Angst, dass sie dann irgendwelche Flame Wars da bekommen. Genau. So kann man immer noch sagen, ja, ja, vielleicht liegt es daran, dass du die Kühler nicht gut genug oder wie auch immer, dass du die 5 km/h nicht bekommst. Ich habe 3 Kontakte niedrig über den Schiffen. Es halten gerade viele Spitfires auf Halo 40 auf French Point zu. Viele heißt 4 Spitfires etwa. Von wo? Von English Point. Ja, nee, von Littlestone ungefähr. Sind aber von Mittekanal. Victor, ich sehe einen Kontakt Mittekanal, aber der ist relativ niedrig. Den schaue ich mir mal an. Der fliegt Richtung Frankreich. Bin jetzt auf 5000 Metern. Oh ja, genau. Ja, okay, aber relativ niedrig. Die sind so auf 40. Naja, der Kontakt, den ich sehe, der muss auf 3000 oder 2000 sein. Ist aber eine Spitty, glaube ich. Ich sehe einen Kontakt außerdem Richtung French Point auf 5000 und oder leicht höher sogar. Ich gehe jetzt hier mal 2 Spits an. Ich glaube, dass sie mich gesehen haben. Ich bin jetzt relativ nah schon am French Point auf Halo 45. Naja, sagen wir mal eher so südlich der Schiffe. Höhe French Point. Sie bricht weg, hatte mich leider schon gesehen. Treibst du dich gerade rum, Herr Bano? Auf dem Boden. Boden? Ich werde wahrscheinlich nicht nochmal aufsteigen. Oh, warum nicht? Oh ja, wenn, dann hätte ich nochmal zusammen was gemacht. Alleine hatte ich da jetzt keine Lust, ja. Okay, ja, kann ich verstehen. Aber manchmal auch die Phasen. Andererseits, manchmal fliege ich auch ganz gerne allein, weil es halt manchmal doch ein bisschen noch, entspannter ist oder wie auch immer. Ja, ist komisch, gell? Manchmal fliegt man gerne allein, manchmal zusammen, weil heute habe ich gesagt, nee, wenn dann nur zusammen, wenn jetzt auch kein MTS gewesen wäre, auch wenn es zu spät kommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr groß geflogen.
Hätte schon mal gucken, was auf Attack los wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch aufgehört. Kannst du noch entspanntes Dogfight fliegen? Das ist wahrscheinlich dann auch weniger in deinem Interesse. Der Server online, 10 Minuten würde ich da vielleicht nochmal verbringen. Wirklich? Okay. Ja, so als Bettunfall. Ja, eins tue ich mich irgendwie schwer. Ich halte ihn zwar unter mir, aber muss völlig aufpassen. Ich zerschieße gerade eine Spitfire Mitte Kanal auf Halo 35. Ein Fahrwerksteil ist schon halb heraußen. Sehr schön. Motorabdeckung ist weg, Wasser und Spritfahne. Ui, da kommt eine zweite rein. Ja, auf Arc Dogfight ist gerade 0 von 40 los. Hat keinen Sinn. 0 von 40? Oh, gibt's das auch? Jo. Ich dachte, da wären auch immer welche drauf, aber. Ja, um die Uhrzeit montags, weiß nicht, hab ich noch nicht groß geguckt, aber ich denke mal, dass da wird nicht so viel los sein dann, ja. Ihr werdet jetzt nicht glauben, ich habe eine Blenheim auf Halo 50, eine einzelne. Oh, oh fuck, einzelne sage ich, aber da ist eine Spit dahinter, wie es aussieht. Ja. Na, es ist lieber erstmal auf die Spit. Ich gönn's dir. Ja, ich gehe aber erstmal versuchen, auf die Spit zu gehen. Wo bist du? Auf French Point zuhaltend. Das hätte ich Ihnen doch nicht gesagt. Damit macht Halo 50 hast du gesagt. Ja. Bin ja 45 okay. Jetzt. Das, wenn die Schwerter brillant werden. Oder sogar die Schwerter brillant in Gold. Ja, steigt ihr danach nochmal zusammen auf? Da gibt's da eher keine Chance. Naja, wenn ihr nochmal, würde ich auch nochmal. Also, das ist jetzt mal so abhängig. Ja, ich würde auf euch warten. Fuck, die Spit hängt jetzt hinter mir. Blendy dreht ab erstmal. Ich bin erst auf Halo 30, flieg gerade Richtung French Point. Also wenn du Hilfe brauchst, dann flieg bitte Kurs. Warte mal, lass mich das kurz. Ja, warte, ich muss mal denken. Kurs 300. Ich komme dann auf French Point erstmal zu. Aber ich probe, ich muss erstmal schauen, ob ich die abschütteln kann. Ich glaub's ehrlich gesagt. Achso, du bist noch nicht bei French Point. Nee, immer noch über Wasser. Ah, okay, Victor. Steig jetzt aber. Ah, die Blendy ist hier übrigens auch noch, also kannst keine Ahnung, 20 Kilometer über Wasser. Victor, ich sehe euch, ich sehe euch auf meiner 3 Uhr. Halo 50. Aber ihr seid deutlich über mir. Ja, ich sehe euch, ich sehe euch. Ja, ich habe euch auf meiner 3 Uhr relativ nah. Ich bin frei übrigens. Ja, aber die Blenny zieht gerade davon. Victor. Ich versuche auf eurer Höhe zu steigen. Ich stütze nochmal auf die Spit, dass du ein bisschen Ruhe hast. Ja, die hat mich noch nicht gesehen. Du gehst auf die Blenny, oder? Nein. Ich bin viel zu weit weg, die Blenny ist schon fast wieder an der Küste, an der britischen. Ah, Victor, ich kann ich aber hinkommen. Wenn du auf die Spit gehst, gehe ich auf die Blenny. Kann ich leider nicht, ich bin noch zu niedrig. Okay. Ich kann dir nur hier bei der Spitfire helfen, ich bin gleich auf eurer Höhe. Ja, ich brauche keine Hilfe an sich, weißt. Ah, du kommst rein gerade, gell, ja. Sag mir, wenn du Hilfe brauchen solltest. Ich sehe die Blenny noch in Richtung Küste. Hm, da fliege ich gerade drauf zu. Die Spit ist mir im Moment ziemlich egal. Spitty ist weggestürzt. Die hat keine Lust mehr. Er war ein bisschen beschädigt. Ich fliege mal der Blenny hinterher. Ich sehe sie gerade nicht mehr. Wo ist sie denn? Ah, die ist wieder auf Gegenkurs. Die kommt uns entgegen. Fliegt gerade auf mich direkt zu. Warte. Über Wasser? Ja. Hält jetzt direkt auf mich zu. Ich glaube, die will einen Gunnery Pass machen. Ja, dann pass auf, ja. Aber die zieht Fahne. Ja, die ist ja beschädigt. Ist aber glaube ich nur Fritz, ich sehe die Blenny. Ja, ich setze mich jetzt hinter sie gleich. Dann sehe ich euch wirklich eine negativ, sorry, war eine Flak. Wie hoch ist die gerade? Oh, 40. Ich bin nämlich 500 Meter drüber. Ich sehe euch. Ja, ist halt aber ein Stück entfernt, habe ich verpasst. Du bist nah dran, gell? Ja, ich bin gerade direkt über ihr und falle gleich wieder runter. Ja, Victor. Warum kam die zurück? Na, komisch. Ja,
Ja, wenn die beschädigt war, dann wird die wahrscheinlich ein großes Risiko eingehen wollen, weil die keinen Nerv mehr gehabt. Ah, das hatte ich noch nie. Eine Blendi auf, die war dann vielleicht auf 40, 45, aber trotzdem nicht schlecht. Hm, ich stürze nochmal von oben rein, Karaya. Ich gehe gleich wieder drauf, ich bin direkt drüber, jetzt stürzt gerade runter. Ja, ich helfe dir von, keine Sorge. Ja. Meine Blendi, ich habe sie zuerst gesehen. Na, immerhin sagt er die Wahrheit. War noch meine. Ui, Horido, ui, die. Ui, schön. Die brennt. Hacker. Ach, Hacker ist auch noch weggeschossen. Jo. Oder weggerammt. Da ist er weggerammt, ja, oder? Ja, natürlich, ich habe einen Titan, eine Titannase. Damit kann ich alles wegrammen. Ui. Heck weg und brennender Motor. Sehr brennt schön. Alles. Ja, ich gehe nach Hause, oder? Ich habe noch fünf. Wenn du bist noch am Boden, Lebano? Oder ne, bist mittlerweile ich könnte gleich nochmal starten, nochmal spawnen, ja. Ja, ich hab fast keinen Sprit mehr und fast keine Muni mehr. Ich werde dann nochmal. Ja, dann gehen wir alle landen, oder? Jetzt. Ja, gerne. Oh, das hat Spaß gemacht. Ich warte auf euch, kein Thema. Lenny ist auf so einer Höhe, ich muss erst zweimal hinschauen. Ich gehe auf mein Key West runter. Ja, 61% bekommen. Schön den Dui abgestaubt. Meins! Ja, du Spitz brauchst nicht bekommen, du hast eh schon genug. Stärker erwischt, der Spiel auf dem Lange, stärker erwischt als gedacht, dass sie dann einfach abgehauen ist? Keine Ahnung. Guck, wir haben hier unten aber noch Flakrat. Ich bin hier kurz vom French Point, auf Halo 30 etwa. Ja, ich bin schon auf 2,5 unten. Oh ja, ich auch. Wo siehst du die Flak? Du bist, glaube ich, auf meiner. Ich bin auf deiner 3, glaube ich. Ah, unten flach halten. Aus, was ist es, nordwestlicher Richtung auf French Point. Victor. Ja, auf Halo 2,5 ungefähr. Das können auch Blendy sein. Nee, eine 109 verfolgt von der Spit. Victor. Ganz tief bei mir. Hier rein. Victor, ich stütze auch hinterher. Nein, 109, lass dich nicht abschütteln. Nein. Ich hab Schiss. Und jetzt steigt die auch noch. Hab hier ein bisschen was auf dem Flügel, aber jetzt musste gerade in dem Moment zieht er nach oben. Das getrudelt, glaube ich. Hab ja was auf dem Flügel gegeben. Sehr schön, ja. Ja, die hängt immer noch. Ah, ich komm rein. Ich komm rein von oben. Victor. Ja, sehr schön. Oh, jetzt sind aber viele 109er da. Ich bin raus, dir fehlt schon der linke, was ist das Ruder? Da ist eine zweite Spit. Hat Wasser. Ja. Victor, ich gehe auf die Spit. Bist du hier mit der Fahne mittlerweile? Hab der anderen Spit auch was drauf gegeben. Ich hab gerade die Übersicht ein bisschen verloren, sorry. Wir haben ja mehrere 109er mittlerweile. Ja, Victor. Du, eine Spit ist tief in der Lisa, wo ist die andere hin? Ich verfolge die andere Richtung englische Küste. Die mit dem Schritt, oder? Ja, die zieht Fahne und ich gehe hinterher. Die andere sollte eh beschäftigt sein. Ja, ich gehe nochmal auf die, ich sehe deine gerade nicht, die meine. Oh, ich schieße hier fast noch 190 Deck. Wo, auf French Point sagst du? Ja, die geht gerade raus über Süden Richtung English Point, ja. Aber ich glaube, die macht sie nicht mal lang, ich glaube, der Motor ist so ziemlich im Arsch. Okay. Oh ja, die andere. Ja, der geht runter. Ja, aber Lux hat sich mit reingestürzt ins Wasser. Lux? Hans Lux heißt der. Ich komme gerade in Richtung. Ich werde gerade überflogen von 109. Wo bist du? Paar Kilometer von der Küste weg. Der französischen, gell? 1,5. Also 0,15. Jo, aber frei, oder? Ja, ja. Okay, und willst landen jetzt auch? Ja, aber ich glaube, da ist noch irgendwo. Ist da noch ein Gegner? Die im Wasser. Ah, ja, stimmt. Ich sehe hier nur 109er. Ah, negativ, warte mal. Doch. Ja, Victor ist die im Wasser. Ich dachte, jetzt hätte ich noch eine gesehen. Die war eben ins Wasser geplatzt und die andere 109 halt, weißt du, wie es halt immer oft ist, so noch schnell einen Abschuss machen, gleich hinterher. Ja, die im Wasser ist gerade, glaube ich, despawned. Okay. Ah, ne, ja, ich sehe zumindest noch da zwei liegen. Ich gehe auf Marquis West landen.
gibt so ein paar Szenen, die werden mir nie aufhören, Spaß zu machen. Und einer ist eben 109 an die 6 von der 6 schießen sozusagen. Ich finde es schade, dass Flugzeuge im Wasser nicht einfach irgendwie untergehen, sondern irgendwie oben aufschwimmen. Naja, klar, ja. Ich würde auch mal was gemacht. Es gibt ja so wohl sogar Pläne, U-Boote in Cliffs irgendwie mal zu implementieren. Vielleicht muss man da das Wasser auch mal ein bisschen überarbeiten. Na gut, teilweise können die Flugzeuge ja wirklich ein bisschen schwimmen, wenn sie günstig aufkommen, sag ich mal. Ja, aber nicht jedes Mal, so wie es jetzt in Cliffs ist, dass die dann. Wobei es ja auch nicht jedes Mal ist, oder? Also manche explodieren ja oder gehen die. Ja, das kommt auch vom Winkel an, wie schnell die aufprallen praktisch. Genau, ja. Ich lande. Saubere Landung. Wo startest du, Lebano? Ich würde Café vorschlagen, wenn es genehm ist. Was gibt's da? Oh, da gibt's eine ICN oder was? Victor. Also gut, da kann klar, jeder das wählen, was er will, aber ich fliege halt sehr gern die ECN, wenn es zur Verfügung steht und es dann ja, meistens ist Café. Der Café ist fertig. In Café. Ach, bin ich müde. Ich hatte der Blenheim nicht viel. Ja, das sind keine Zeiten hier für so Jünglinge, die müssen schon früher ins Bett. Ich habe leider dummerweise, ich hatte vorher ganz, kennt ihr Börek? Ja. Das Essen? Total lecker, also richtig schön gewürzt mit Käse und danach habe ich noch normal gegessen und dann hatte ich so einen Durst auf Bier und habe ich gedacht, na gut, komm, ich habe eh Zeit und dachte ich mir, das war eigentlich nett, morgen ist egal, wann du aufstehst und habe ich mir zwei Biere reingepfiffen, das eine mit 5,4 halt normales und das andere mit 9% und ja, hätte nicht unbedingt sein sollen, muss nicht unbedingt immer sein, aber gut, es ist ja schön. Ja und, fliegst du jetzt besser? Jetzt? Kaffee, würde ich sagen. Also ich stehe bereit und warte auf euch. Und dann können wir uns ja in der Lisa oder so über den Platz treffen. Ich bin auch gespawnt. Dann könnte ich gleich Rakete machen. Oh, das erste Schiff wurde versenkt. Ach was. Tatsächlich. Kack. Haben die Schweinepriester es geschafft. Mach ich auch mal quer. Ich sehe hier gerade nichts. Rakete. Nein, das zweite wurde versenkt. Combat Wombat. Ja, zwei Stück schaffen sie eigentlich immer in der Regel. Also dieser Name Jüngling gefällt mir überhaupt nicht. Sträube ich mich mit aller Kraft dagegen. Irgendwas Kreativeres hättest du dir schon einfallen lassen können. Ach, sehe das als positiven Aspekt. Ach, dann nennen wir dich einfach Bubi. Bitte? Also da sträube ich mich total dagegen. Wieso dann ist ein Namensvetter eines sehr berühmten Piloten? Dann sind wir aber schon der Überzahl gegen dich. Dann nenne ich dich weiterhin Lebano oder Lego, was mir auch öfter mal passiert. Ja, der Wortstamm ist ähnlich, ne? Naja, und zum Lego sage ich manchmal dann eben Lebano. Naja. Habt ihr eigentlich die wunderschönen Bilder von Battle of Moscow im Forum gesehen? Ja, Hammer. Also ich kannte von viele, aber die mal wieder so gesammelt zu sehen, also schon krass schade, dass das Add-on nicht noch veröffentlicht wurde und also weißt du, was an Inhalten dazu gekommen wäre. Ja, da ist echt was verloren gegangen. Ja, klar. Vor allem, dass es ja wirklich sehr weit fortgeschritten auch schon ausgesehen hat. Das war dann gerade abgehoben? Ja, bin gerade gestartet. Und Dewey ist in der Lisa, so wie es ausschaut, vor mir irgendwo. Nee, ich glaube hinter dir, wenn du das bist, oder? Das kann ja, genau. Ja. Dann zieh ich gerade mal hoch und hänge mich bei dir dran.
Feuer! Babababab. Da 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 da. Oh, schön jetzt. Da 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 da. Ui. Da rauschst du vorbei, die E1. Ja, jetzt schauen wir, ich, dann hängen wir uns an Karaya dran. Auch wenn er heute keinen Streak verteidigen muss. Nein, dann wird er aber übermütig, wenn wir uns an ihn dranhängen. Als seine Jünger. Ja, dann. Der Alte und der Bubi sollen doch bitte eine Ruhe geben. Ich halte mal auf French Point einfach mal zu. Victor. 1-1 Atta. 11 Uhr. Ich bin immer noch fertig, eine Blenheim auf über 4000. Ja, ganze Weltanschauung zerstört, gell? Ja, ja, ungelogen. Für mich kamen die immer tief. Es gab zwar gerüchteweise ja von Aktionen, in denen sie auch irgendwie aus 2000, 3000 oder so, aber... Tja, noch mit wer Escort, A sagt, der muss nicht zwangsweise B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war, ne? Das stimmt natürlich. Aber zum Punkt und nicht wissen geht eigentlich noch der beste Spruch. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß, ne? Hast du denn den ganzen, und vor allem das... Da bettel ich mich mal mit Falkenberg, wer die besten Sprüche raushaut. Mit Falkenberg hat auch welche. Oh, das ist der absolut beste Hobbyphilosoph, den ich hier im Online-Krieg kenne. Aha. Wir haben den Kontakt auf unserer 11 Uhr. Oh, kriegt Flak wahrscheinlich. Auf 1 Uhr auch. 11 Uhr ist eine Spit, kommt uns entgegen, leicht unterhalb, minimal unterhalb. 1 Uhr sehe ich nicht, sehr gefährlich. Ich bin auf Vollgas, ja. Spit dreht ab. Karaya, ich sehe dich nicht, aber ich hänge mich mal beim Duis. Die 1 Uhr, konntest du identifizieren, was das ist? Da habe ich nichts gesehen. Nee, ist ein Warnungswarnschiff. Karaya ist wieder ausgebrochen. Gemein, gell. Das ist eine Hurricane. Jo. Es war komm jetzt auch, die ist jetzt auf unserer 12 Uhr, zieht er auf die Waffe. Ja, und der fliegt uns gleich. Ich stürze dann auch gleich runter, Lebano. Jo, bereit. Genau, jetzt, bevor Karaya dann doch mal irgendwann das treffen sollte. Das kann ja doch mal vorkommen. Oh, fuck, jetzt dreht er leider gerade, schade. Nein, er hat das getroffen. Nein, er trifft noch mehr. Ja, ich habe ihn auch noch auf dem Flügel. Ich gehe raus. Das wird mir zu riskant. Ja, der geht runter. Meinst du? Ja, er ist ausgestiegen, PFT Cherry. Ah, Fallschirm, Victor. Oh, das klingt zackig. Dabei habe ich nur auf dem Flügel leicht getroffen. Ja, das liegt daran, dass du auch nicht ausschlaggebend warst, du. Bitte, schau mal, wer steht da an erster Stelle? Ja, das ist ja deshalb, weil du Abstauber wieder mal drei Kugeln reinbringen hast müssen. Ich halte wieder auf French Point zu, 1-1 Atta oder 1-1-5 Atta, ihr habt schnelle Maschinen bei Viertel vor 11. Wir haben den Kontakt 12 Uhr voraus, ist aber nur 109. Können zu dem Thema jetzt direkt noch einen Philosophenspruch raushauen? Erzähl. Tja, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden, Karaya, ne? Geld oha! Lange Denkpause. Nee, da ist absolut oder wir was könnten dran. Eigentlich dem frisch gebackenen Ritterkreuzjäger noch was hinterherwerfen, der macht mich immer nachdenklich. Der trifft aber auf die Allgemeinheit zu, das ist jetzt nicht böse gemeint. Die Menschen drängen sich zum Lichte, nicht um besser gesehen zu werden, sondern um besser zu glänzen oder so ähnlich, oder besser zu strahlen. War auch schön. Ja. Kommt dann der Falkenberg immer, ja, Humor ist das Ventil, das einem nicht der Kragen platzt. Wenn was? Humor ist das Ventil, damit einem nicht der Kragen platzt. Okay. Ja, stimmt, das hat er letztens erzählt, das sag ich auch gerne. Ja. Und dann sag ich dann immer, wenn Geld alles ist, was ist dann nichts? Mir reicht's. Es ist einfach zu spät. Das ist zu spät jetzt und zu viel Alkohol. Aber es ist ja echt krass. Hast du da gemacht, da meine Website auf und mit all solchen Sprüchen oder gibt es wahrscheinlich von mir. Wenn mir das jemand sagt, dann denke ich halt immer lang drüber nach und dann merke ich mir das. Einer ist auf meiner 5 von euch und einer war eben auf der 7. Die 5 bin ich. Okay. Schauen wir mal, was ist noch alles auf dem Server drauf? Oh, schon noch hoffentlich was, oder? Sogar noch 3 Blenheims. 4 sehe ich sogar, also 4 Leute in der Blenheim zumindest. Der Combat Wombat ist auch wieder dabei. Vielleicht greifen die nochmal die Konvoi an. Wollen wir uns da mal so in Richtung Dover orientieren? Das ist ein Wort, jawohl. Wo ist deine Karaya jetzt eigentlich? Auf der meiner 7 war er.
Achso, der hat sie vielleicht wieder irgendeinen Kontakt und greift dann an. Die Betonung war, er war auf der Suche. Oh, ja, er ist da. Da schießen die gelben Kartoffelschalen an uns vorbei. Um einen auf Bad Lego zu machen. Komm ich jetzt halt mit. Echt heftig aus. Wieso auf Bad Lego? War doch gestern in der, ich weiß nicht, ob das Video hast du vielleicht nicht gesehen. Eben auf dem Rückflug, nachdem Karaya seinen Ritterfortkreuz sozusagen verdient hat. Und da war noch eine Spit und die wird dann runtergeholt. Und Lego killt den Pilot, aber zugleich fliegen Karaya wirklich ganz, also es sieht wirklich ziemlich knapp aus. Kontakt 11 Uhr, die 20er um die Ohren. Ui, okay. Da hängt was in der Luft. Ich sehe da nichts. Ja, bei mir hängt der Flugzeugpilot, das Heck in der Luft. Da musst du deinen Cache leeren. Habe ich gelesen. Als ich auf 12 Uhr. Ich habe auch 10 und 9 Uhr. Ja, Victor, 12 Uhr, ich erhöhe auf Leistung. An den 9 ist 109. Ja. Auf 12? Halb 12. Halb 12, ja. Ja, Victor. Bis 11. Also 100 jetzt. Selber Höhe. Könnt ihr das sehen, ne? Ah, okay. Abend. Wir haben einen Kondensler auf unserer 2 bis 3 Uhr. Oh, Victor, ja. Ist das Lacker oder war der Balthasar? Nein, Lackerei. Lacker. Oh, da sind noch mehrere Kontakte da hoch, aber okay, da kommen wir sowieso nicht hin. Wer ist da? Lacktasar? Nein, es ist Lacker. 109 kommt von unserer 9 Uhr herein. Ja. Der wird uns hoffentlich nichts tun, oder? Der Lacker? Ändert der auch nicht, aber die 109. Die weitere 109 auf unserer 10 Uhr, die wird auch nicht zu uns rennen. Ey. Negativ, ne. Und Lacker, wie geht's? Was kommst du um so eine späte, du bist immer, oder bist oft später eher? Ja, ich hab gerade noch Game of Thrones geguckt. Okay. Vorher war ich nicht da. Ich hätte gesagt, wir halten jetzt hier so 40, oder? Ja, ist eine coole Höhe. Ich meine, sollen die Spitfires ruhig von oben runterkommen? Die haben keine Chance. Nicht mal ansatzweise, ne? Genau. 1-1 hat er. Wir werden schon mal einen Kontakt verhalten von 109. Ja, das war doch die von eben, oder nicht? Wieder so. Nee, das war eine andere. Ja, stimmt. Die von vorhin ist jetzt hinter uns in der langen 6. Merkwürdigerweise sind die Schiffe ganz schön auseinandergezogen. Wobei die noch nur ein, zwei Mal angegriffen wurden. Ja, also die vorderen bilden irgendwie so ein Angriffstrupp, gell? Sieht so aus. Ja, gell? Und das ist aber oft so, wenn die Map zu Ende geht, dass die dann ihre Formation einfach ändern. Ja, die Invasion lässt sich einfach nicht mehr aushalten. Ja, vielleicht gehen so denen die Wegpunkte aus, kann auch sein, dass die dann irgendwas Komisches machen. Ja. Kontakt halb zwei an der Küste fliegt gerade südwestlich hinaus. Sehr niedrig, direkt an den Klippen. Ja, der fliegt aber doch eher auf die Klippen zu oder auf Dober. Ja, der hat da gerade herumgekurvt, der erinnert gerade, der kurvt die ganze Zeit. Aber da müssen wir nicht zwingend runter, oder? Erstmal können wir uns mal hinorientieren, aber so wie der da rumkurvt. So ganz so tief ist er, glaube ich, gar nicht. Ne? Ich habe letztens das Programm Joystick Tester verwendet mit meinem Thrustmaster und man merkt wirklich, dass der Thrustmaster sehr, sehr präzise ist. Also von den, die Hull-Sensoren machen sich da wirklich bemerkbar. Wir haben einen weiteren Kontakt auf knapp unterhalb bei Menston jetzt in Richtung Menston. Zwei Kontakte, die schauen wir uns mal an. Kann man die Präzision damit testen? Menston oder Mansgate? Menston. Ja, der Joystick-Tester ist hauptsächlich dazu da, die Präzision vom Joystick zu testen. Also der malt dir praktisch deine Eingaben zweidimensional auf. Und führt dir so ein Programm hin und wertet das dann aus, oder was? Nein, du schaust das dir direkt an. Was willst du da auswerten? Du siehst ja dann selber, ob du irgendwie einen Spike drin hast oder wie auch immer. Du schaust einfach die Kurven an. Du bewegst den Joystick und siehst dann genau die Kurven dir an. Am besten siehst du in einem Kreis oder was, und wenn du dann irgendwelche Reißer drin hast, merkst, dann weißt du, Kontakte, dass dein Joystick praktisch am Arsch ist. Kontakte sind jetzt auf unserer 1 Uhr leicht unterhalb, gehen jetzt eher runter. Die scheint mir ein Luftkampf sogar zu sein. Boah, das ist eine Feindmaschine. Victor und hinter ist 109, jetzt hat geschossen. Ja. Wollen wir damit reingehen? Victor, geh die rein, ich bleibe auf Höhe. Alles klar. Dreh ein.
Mitte ist die untere jetzt. Kommt aber näher, die 109 geht nochmal drauf. Ja, da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Nee, warte mal ab. Können sie schon verteidigen, die Kurven. Aber jetzt kommt die 109, trifft aber, ja doch, hat leicht getroffen. Ja. Aber nur MG, glaube ich. Einer von euch hat sich gefangen. Ja, das war Lebano. Victor fliegt jetzt auf die Küste zu. Jetzt hat er 5 stabilisiert. Ja, ich gehe gerade drauf jetzt. Stütz runter. Ich sehe es. Oh ja, aber das ist daneben, oder? Ja, jetzt ist die andere 109, ich bin noch nicht dran. Also, ich stütze gerade runter. Ja, aber der Winkel wollte ich schon sagen. Bereite mich auch auf den Sturz vor, Vorsicht. Ich gehe jetzt rein. Der zieht hoch, das könnte gut aussehen. Macht so Verzweiflung. Schöne Treffer. Kann man ja wieder schneller. Ja, schöne Treffer. Sehr schön. Aber noch. Oh, Hacker. Ohne. Wer war das jetzt? War ich das? Weiß ich nicht. Was ist los? Ja, das könnte ich gewesen sein. Kann ja. Sein, ja. Ja. Warum ballert ihr die Hacker? Sehr krass. Corridor, sehr schön. So für dich. Oh, hier kommen Kontakte rein auf meiner Höhe. Victor, sehr schön. Hallo, 45. Bleib ruhig. Geh bei Lisa, wenn's geht. Nee, warte, ich muss erstmal schauen, was ist. Gehst du gerade über Rolf hier? Rolf, ja. Ah, dann bin ich unter dir. Mehrere 109er. Nee, warte, ja klar. Ich bin gerade unter dir durchgegangen. Ja. Ich setz mich jetzt direkt bei dir wieder dran. Seid ihr jetzt auf meiner Höhe, wirklich? Ja. Wie seid ihr so schnell hochgekommen? Tja. Ich bin hinter dir. Wir haben einen Kontakt auf meiner 10 Uhr, ich gehe über Lisa. Selbe Höhe. Die Kurve innen, Vorsicht. Wir haben einen Kontakt jetzt auf deiner 4 bis 5 Uhr über Wasser. Wenn er aber noch entfernt ist, gehen wir den, der kommt ja gefährlicher oder beziehungsweise englischer vor, der jetzt auch genau Gegner, unter 12 ist. Der kommt näher, genau head-on, so wie es ausschaut, ja. Oh, es könnte was Dickes sein. Es ist was Dickes. Meinst du auf 12 Uhr? Ja. Der fliegt näher, ist aber eher ein deutscher Bomber, der nach England reinfliegt, wie es aussieht. Aber kriegt vielleicht auch Flak, ist auch eine Blenheim oder so. Kriegt der die oder kriegen wir die? Keine Ahnung. Nee, der kommt eher, weil die Flakwolken ja vor uns sind. Ihr hattet gerade ein paar Maschinen noch hinter uns, hinter euch, ein, zwei, aber also, weil ich es euch sehen konnte, waren das 109er. Ja, ich bin ein Stückchen abgeschlagen hinter euch. Hinter dem Bomber kommt jetzt noch ein Jäger freien. Ja, wo fliegen wir hin? Ich wollte ehrlich gesagt noch wirklich checken, ob es nicht dochen, aber es wird schon deutscher sein, gell? Sollen wir den ersten Ramsky dann schon, oder? Victor, ja, das ist so eine Idee. Meint ihr, das ist ein Deutscher? Naja, wird er sein, gell? Ja, der kriegt so stark Flak, das muss ein Deutscher sein. Victor, wir können ja auch mal Canterbury hier im Vorbeiflug anschauen, da starten wir ganz gern. Ich drehe über Rolf, ich glaube nicht, dass ihr noch hinter mir seid, oder? Ich bin sogar vor dir ein Stück, ich komme mal wieder ran, genau. Ich habe euch in Sicht. Hat er auf 3 Uhr, oder was? Ich bin gerade auf Kurs Manston Ramsgate, Kurs 0450er, ja. Eurer Höhe. Na, an der Küste, oder? Dann bin ich wahrscheinlich auf deiner 9. Ich glaube bei... Louis, du bist hinter mir. Mach mal Rolf Lisa, siehst du mich? Bei Canterbury ist, glaube ich, einer am Boden. Ich glaube nicht, dass ich bin neben dir, glaube ich, oder? Ich mach Rolf Lisa. Warte, stopp, ich muss dich erst nochmal sehen. Bitte jetzt nochmal Rolf Lisa. Rolf Lisa? Ja, das bist du genau. Wirklich? Bis jetzt hinter auf dir? Ich bin jetzt auf deine 3 Uhr. Bisschen erhöht. Ich bin auf eurer 2 Uhr voraus. Ja, genau, meinte ich hätte ja auf 3 Uhr. Was hab ich gesagt? Ja, gut, dann treffen wir uns einfach über Menschen. Ja, genau, machen wir so. 50, bitte. Plätze sind frei. Klammern leider. Ja, da ist leider nichts. Ich setze mich jetzt an einen ran, der da in Rolf ist, wie es aussieht. Ja, das bin ich. Genau, ist Karaya. Ich schneide ihn gerade und bin jetzt gehalten, jetzt auf deiner 5 bis 4. Ja, dann führen uns doch mal irgendwo hin, Karaya. Am besten zum Eichenlaub oder den Schwertern. Ah, das war der Bomber jetzt, denke ich, oder? Stimmt, genau, das müsste hinhauen.
109 hat uns gerade passiert. Ja, Victor, 109. Bei Canterbury sind offenbar gerade Spitz hochgegangen. Ja, ich sehe dort ein, zwei Kontakte am Boden. Ich drehe mal über Rolf. Canterbury habe ich auch Probleme, das zu sehen. Weiß nicht warum. Ja, ich sehe dort, ich sehe nordöstlich von Canterbury zwei Kontakte am Boden. Hoch. Da ist 109 Gegnerkurs. Ja, Victor. Kam aber schnell, den habe ich erst jetzt in letzter Sekunde gesehen. Drei Kontakte sogar am Boden bei Canterbury. Oh ja, da ist es. Na, kribbelt's an den Fingern, wollen wir oder wollen wir nicht? Ja, mal schauen. Die Flagge ist da heftig natürlich, aber. Ich gehe mal etwas leichter runter. Wenn die starten, können wir uns die doch schnappen. Wenn die so ein bisschen außerhalb des Platzes sind. Wir können aber auch Bodenobjekte, also oh, unter uns ist was, tief? Ja, das sind mehrere Uhr. Auf unserer 2 Uhr, nee. Sind drei, vier ja. Kontakte. Jo, hält er auf Canterbury. Sind aber lauter Speedies, werde ich das sehen. Ich glaube glaub auch, halten auf Canterbury zu, gell? Die drei Stück. Ich drück mal an. Victor. Ja, alle Speedies. Es ist wieder eine im Gegenkurs zu uns. Ich gehe mal leicht über Lisa und werde dann runterstürzen. Die ist am Deck genauso wie alle anderen. Ich gehe gerade über Lisa runter. Auf die drei oder auf andere? Ne, es ist eine einzelne jetzt, die hat sich von den anderen getrennt. Am Platz ist eine. Ja, ich sehe sie, die geht über Rolf jetzt ganz hart. Ja. Die hat dich entdeckt. Hab du dir die? Ich gucke mir nochmal nach den anderen, ob ich da mal was rauspicken kann. Oh ja, am Platz sind richtig viel, 5 Stück jetzt. Hallo, okay, 10 maximal. Okay, mitgegeben auf dem rechten Flügel, ich steige wieder stark hoch. Seid ihr am Platz oder weg? Ich bin jetzt wieder nicht am Platz. Okay, ich greif mal hier einer am Platz an oder mehrere, da sind wie gesagt 5 Stück auf Hallo 10 am Kurven. Ich bin südöstlich vom Platz, Hallo 1,5 und steigend. Ah, ja, ich hab den schon bekommen, der ist runtergestürzt. Das ging ja ruckzuck. Oh, sehr schön. Wie hoch seid ihr gerade? Ich bin jetzt 1,6 steigend. Da bin ich auch. Ein bisschen steigt der direkt südlich von Canterbury. Ja, ich sehe dich, schenke ich bei dir wieder dran. Südlich von Canterbury, warte mal, muss irgendwo bei uns sein. Ich bin bei diesem kleinen Städtchen südöstlich von Canterbury. Geht's über Wolf. Hallo mittlerweile? Fast 2-0. Er ist genau unter uns, Louis. Genau, hast du eine Uhr? Sitzt hinter uns, 5 ich habe eine Spitfire auf meiner 1 Uhr niedrig, die mich anscheinend noch nicht gesehen hat. Die geht jetzt über Osten raus und jetzt über Lisa geht sie. Wir sind frei, kriegen aber heftig Flak hier. Vorsicht, nicht zu weit nach Canterbury ziehen, da sind wirklich viele Spits, 5 Stück mindestens. Zieh hoch, wenn es geht. Ja. Du fliegst deinen Pull gerade rein, zwei Flieg vor dir. Ja, ich zieh gerade über Rolf hoch. Victor. Hab das Speed mitgegeben. Lebani, ich würde sagen, wir gehen auch nochmal drauf. Und uns kommt gerade. Gerne. Kurz nochmal schauen, welche. Ich setze mich noch eine 6. Victor, dann gehen wir auf die, auf der jetzt 3 Uhr. Jawohl, tief. Victor, frei für Rottenflug. Victor, Attacke. Sind zwei Stück. Eine Spitty steigt mir hinterher auf Ostkurs. Die können auch beide angreifen. Siehst du die? Eine rechte und eine linke. Ich habe eine Spitty hinter mir auf Ostkurs. Warte mal, jetzt habe ich alles wieder verloren. Wenn du kannst, dann versuch Karaya zu finden. Ich bin auf Ostkurs Richtung Deal auf Halo 1,5 mit einer Spitty dran. Ja, dann flieg ich mal Richtung Deal. Oh fuck, jetzt ramme ich in die rein. Ich depp. Bist du noch da, Dewey? Nee. Flügel halb abgerissen, war dämlich. Okay. Gut, Karaya, ich komme Richtung Deal. Deine jetzige Höhe und Tendenz? Höhe 1,6, Kurs Deal. Also genau zwischen Canterbury und Deal bin ich gerade, aber ich glaube, die hat abgelassen. Ich sehe sie zumindest nicht mehr. Oh ja, jetzt sehe ich sie. Oh, du bist in der Rolf, in der starken Rolf, gell? Ist hinter dir, ich sehe es. Ja, nein, die ist gerade weggebrochen. Ja, ja, aber sie ist noch hinter dir. Ah ja, jetzt sehe ich's. Ne, die ist aber, die kurft jetzt weg.
Boah, ich habe jetzt voll die Frameshow. Ja, ich kann es nicht beschwören, aber ich bin auch mit 700 rein und dann, glaube ich, hat auch gerade so einen Buckler und das macht's halt dann aus. Ich setze mich an die Spitfire an. Ja, die geht nach unten, taucht sie weg. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Passt trotzdem auf die Energie auf, da sind wir wie gesagt noch mehr. Eine zweite Maschine, direkt ja, ich bin schon fast bei der Küste. Geht stark über Rolf. Naja, ich versuche die einen Vorsicht, eine kommt Richtung Küste. Das sah mir aber nach Hurricane aus. Ja, ich habe jetzt kurz vor Dean, wow, etwas westlich davon. Oh ist shit, eine Vorsicht, hier sind jetzt ganz viele Spitfires kommen, hier ist ein ganzes Wespennest. Wo? Also, ja, keine Ahnung, zwischen Küste und Canterbury ist richtig viel. Da sind gerade 4-5 Stück gestartet. Nee, das ist mir zu heiß. Also das ist ja richtig viel los hier. Nee. Gut, dass ich hier viel Energie habe. Ich komme wieder zur Küste zurück. Meine Güte. Die sind gerade hochgetaucht. Da hab ich mich echt erschrocken. Hätte sie einfach runtermischen können, wäre vielleicht nicht aufgefallen. Doch, hab gerade eine Speedy angeschossen. Stürzt runter. Geht vielleicht sogar runter, ich weiß es nicht. Ich habe Kontakte bei der Küste, ja. Ah, ich muss nach Hause, ich habe hier voll die Frame-Probleme. An der Küste der Französischen und kommen wieder hin in das Gebiet. Ah, der mich hat nicht geärgert, Steppe. Dass hier so viele Spitfires rumlungern, was ist denn hier so besonders? Der kennt ja Burry, glaube ich. Ich glaube, so viele Plätze haben wir nicht. Vielleicht ist es ja auch den hier Spitfire 2 Platz oder so. Naja, gut, das kann natürlich sein, ja. Mhm. Also, das ist ziemlich wahrscheinlich, Dewey. Naja, irgendeine Motivation brauchen sie ja, gell? Ja, um genau, hast recht. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob Hawkins eben hier ein aktives Flugfeld überhaupt ist. Was in der Seelöwe. Also ich bin jetzt gerade bei zwischen Deal und Dover auf Halo 2.5. Und wohin fliegst du, French Point? Oder eigentlich du bleibst in der Luft, gell? Ja, ich werde noch hier ein wenig herumgondeln. Ja, ich habe mehrere Sechsen jetzt. Mach jetzt bitte? Mal Power und komme jetzt mal Richtung Dover auch. Ja, ich schaue, dass ich dir vielleicht helfe. Ich halte mich hier bei Dover zwischen ich Dover und ich flieg mal Richtung Schiffe jetzt. Victor. Das ist direkt Generalkurs? Direkt Generalkurs Schiffe, das ist so 160 Grad. Victor. Und am Deck wahrscheinlich, oder? Noch nicht ganz, nee, ich habe noch 1000 jetzt. Bin schnell genug eigentlich. Und wie weit von Canterbury weg? Auch schon mit dem ganzen Stück, also ich habe jetzt Dover auf meine 1 bis 2. Sehe auch mehrere Kontakte über Dover. Zu den Schiffen habe ich noch 10 Kilometer. Also 5 Kilometer bis zur Küste. Victor. Aber wie gesagt, noch ist alles in trockenen Tüchern, alles green. All instruments are green. Ist grün gut oder schlecht? Grün ist gut. Ach, dann ist gut. Nur nicht mehr in der Politik vielleicht, aber das ist was anderes. Fahrwerk ist draußen. Was? Fahrwerk draußen, das ist nicht cool, das ist nicht gut. Aber stimmt, dann ist es grün. Okay. Zieh dein Fahrwerk fünf lieber Sekunden rein, Lebano. Nassen Fußes. Mein Fahrwerk ist drin. Du hast gesagt, es ist grün. Da hat Lacker absolut recht. Ach so, Entschuldigung. ich habe gesagt, alle Instrumente. Hm, es ist kein jetzt Instrument. Jetzt können wir natürlich wieder drüber sehen, ob das Fahrwerk. Ich glaube, du hast einen Kontakt in der weiten 6. Ja, Victor, mindestens einen. Hältst du noch auf die Schiffe zu? Ja. Ich komme dir entgegen und werde dann drauf stützen auf die Speed. Ich habe zwar keine 20er mehr, aber ich kann sie zumindest wegscheuchen. Ich bin auch gleich bei den Schiffen. Aber es ist nur ein einziger Kontakt. Wie weit ist der weg? Dann kann ich den Immelmann fliegen, wenn er 500 Meter mindestens hat. Ja, der ist ungefähr 500 Meter weg. Dann mach ich das doch jetzt. Einfach weiter, wir kommen. Nee, bleib gerade. Ich stütze dich. Okay. Bleib so. Fliegst du eher in die nördlichen oder südlichen oder direkt in die Mitte? Direkt in die Mitte, eher westliche. Okay, ziemlich tiefer fand ich, oder? Victor, Generalkurs 160 Grad. 170. Jetzt auf Deck mittlerweile auch.
Victor, ich komme jetzt gerade herein, schieß gleich. Du hast die ersten Schiffe überflogen, oder? Ja, Victor. Oh ja, der ist Karaya ist schon dran, langweilig. Wenn ich dir jetzt erzählen würde, der hat Wasserkühler. Ah, Victor, ich zieh hoch. Wenn ich dir erzählen würde, dass du eine ganz nahe 6 hast, Karaya, hättest du dann abgelassen? Nö. Oder kommt da wirklich noch einer? Vorsicht, kommt wirklich noch einer rein. Ja, ich sag ja, hier ist viel los. Mit viel Energie. Ja, hinter dem, den ich gerade angeschossen habe, kommt jetzt eine Spitty ja, rein. Ich kann auf die drauf fallen gleich. Oh, da kommen zwei, drei weitere, da kommen die anderen. Ja, ich sag ja, die kommen alle hinter mir her. Ich stütze mit Karaya. Ja, okay, drauf. Ich verziehe mich mal nach Frankreich. Hat mich gesehen, Bret. Ach du Shit, die kommen echt im Rudel. Ja, ja, ich ziehe mich auch mal wieder nach Frankreich, aber das wird nicht mehr viel werden, glaube ich. Wollen wir abbauen? Ja, das hat hier echt keinen Sinn. Ja, ja, klar, ist ein bisschen weg und Höhe. Sollen sich irgendeine unglückliche 109 schnappen, die da ist. Oh, das wird echt nochmal bescheuert. Boah, ich glaube, die hängen alle an dir, gell? Bist du ganz flach? Ja, jetzt direkt wieder mein Schiff. Folgen dir drei Stück, aber flieg mal so weiter. Ist gar nicht schlecht. Nee, jetzt einer bricht schon mal weg. Einer hängt dir nah dran, aber immer noch außer Schussreichweite. Aber der ist der Einzige. Flieg bitte weiter, wenn es geht. Victor, geht gut. Ich fall drauf. Schade, dass die Schiffsflak nicht so präzise ist. Ja, ja, aber die hat jetzt in der Nähe schon mal ganz gut eingeschlagen. Komm jetzt ganz schnell ran. Ah, ich sehe es. Stürz runter, jawohl. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Jawohl, Canterbury. Okay, ist weg, du bist frei. Wenn du mich siehst, kannst du mal kurz checken, ob sich da jemand dran schleicht. Schau nach hinten. Sehe noch eine Spitfire, die hinter mir rechts kurvt. Du bist nicht mehr hinter mir. Bist du weiter gerade ausgeflogen, oder? Ja. Und wo ist bei dir? Du steigst gerade, oder? Ja. Ja, und wo ist deine Spit? Die ist jetzt auf deiner 4 Uhr. Stimmt, stimmt. Die hat vor dir weggedreht, über Rolf. Dann meinte ich sie gerade im Moment auch nicht. Ich drehe jetzt in den Rolf gerade. Bei den Schiffen ist noch einer flach. Ja. Wollen wir uns die nochmal angehen? Hier bei den Schiffen sind mindestens 4 Spits. Genau. Manchmal noch auch Fallus 2 10. Hängen an mir. Ja, die habe ich alle hier hingezogen. Dann komm nach Frankreich, wenn es geht, Lacker. In die Richtung. Zurück von Schiffen weg oder was? Die hat nach Frankreich einfach und möglichst runterziehen, die Spits. Dann ich denke, bei dir hat's Rottenflieger dran. Nur hier im Rudel haben wir eine Chance. Da können wir Lacker helfen. Die eine Spit, die fliegt erst. Wie hoch bist du, Lacker? Deck jetzt mit 500. Richtung? Ich glaube, ich bin schneller, weil ich in den Kampf rein. Wohin fliegst du? Französisch. Vorsicht, Dui, zwei Kontakte auf unserer 10. Ich kann gerade leider nicht gucken, ob ich noch was an mir habe. Ich bin jetzt wieder bei der Information. Ist eine 109 die hohe? Lacker kommt uns, glaube ich, entgegen. Mein Heck ist frei. Victor. Oh, einer ist abgesprungen. Mein Heck ist frei. Dann gehen wir nochmal rein, trotzdem, oder? Bleiben wir noch ein bisschen noch auf Höhe? Bin bei dir. Die 2, ja, die 109. Oh, mein Heck ist nicht frei. Ich werd beschossen. Die war richtig schön unter mir, wie nicht gesehen. Wo bist du jetzt genau? Ungefähr 500 Meter südlich des südlichsten Schiffes. Unter uns. Ich stürze runter. Victor. Bano. Genau, ganz nah dran. Du bist erstmal frei. Ja? Ja, du bist frei, wie es aussieht. Dreht weg. Nee, da ist noch was an mir dran. Ich flieg gerade genau auf die französischen Klippen zu. Vielleicht bin ich auch schon ein bisschen weiter weg. Ich hab ein bisschen was mitgegeben. Ich auch. Na, ist wahrscheinlich eine andere. Oh, Vorsicht, Levano, du kriegst wahrscheinlich gleich auch eine 6. Na, ich werde die eine hat Wasserleitung beschädigt. Scheiße. Ich bin frei. Ach, das bist du. Ah, ne. Vorsicht, Levano, da steigt ja einer nach. Ich seh's, shit. Ich komm ganz schnell ran. Aber Vorsicht, ja. Schieße. Jawohl, das Manöver hat gut funktioniert. Jawohl, der braucht. Sehr schön gemacht, Dui. Das mit einer E1? Ja. Holla, 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 holla. Wir haben jetzt zwei, die flinken unter uns. Victor, das eine war die von mir und von uns beiden, die wir angeschossen haben, und die eine nur von dir. Ich hänge mich bei dir wieder mit dran. Das war ja mal erfolgreich.
Eine aktive ist noch ganz flach. Victor. Ah, auf die gehe ich, Elisa. 11 Uhr. Ja, ich hänge wieder hinter dir. Victor, einmal reinflitzen nochmal. Die geht gerade auf 109, glaube ich. Na, das sieht ganz... geht über Rolf. Zwei Stück, ich muss abbrechen. Ja. Ich komme wieder zu den Schiffen. Victor, wir können uns auch aufteilen, Leban. Ich glaube, da sind wir im Moment effektiver. Wir haben zwei aktive, Ach, jetzt bin ich richtig im Sack hier. Beschädigte unter uns.